was geht? Grüße an die ganze IOTA-Community von Timson Labs, yeah. Ja, ja. Majota. Das ist Majota, das willst du auch haben? Das gibt es aber nicht bei Netto oder Kaufland. Such dir eine Kryptobörse und klick drauf, Mann. Ringshot nimmt die Fahrt Richtung Zukunft ihren Lauf, Mann. Aber nicht FTX, sie sind weg. Willkommen zu Probably Nothing, den IOTA News der letzten Tage. Ich bin Alexander und das Lied, das ihr gerade gehört habt, könnt ihr für nur 69 Minuten auf Sunaverse kaufen. Damit unterstützt ihr Timson Labs. Los geht's! Forbes.com schreibt am 23.01. wieder über IOTA. Positiv ist die Erwähnung einer großen Plattform wie Forbes.com. Negativ, kein Wort über Schimmer, Drittanwendungen, die bereits funktionieren, keine Erwähnung von Firefly und. Wieder ein Copy-Paste-Artikel wie von anderen Plattformen. Marianne de la Roche hat ein Interview bei Blockchainbox. In diesem kleinen Interview geht es um Nachhaltigkeit und wie sich IOTA hier beteiligt. Sie erzählt über ihre Anfänge, über die Arbeit an Climate Monitoring mit Kanada und Europa bis hin zur Enadbar. Am selben Tag hat BeinCrypto.com IOTA unter die Top 5 IoT-Unternehmen gewählt. Unter anderem werden auch Helium, Ambrosus, Wise und Autonomy erwähnt. Auch Blockbytes hat eine Zusammenfassung über IOTA. Dieser Artikel ist deutlich besser. Es wird auf Schimmer, Firefly, die vielen Partnerschaften hingewiesen. Hier können sich die etablierten Plattformen gerne eine Scheibe abschneiden. Bifrost veröffentlicht ein Update mit großen Designänderungen. Ich würde immer noch gerne wissen, wie viele diese Wallet benutzen. Soonlabs hat auf Medium einen Artikel mit vielen tollen Updates veröffentlicht. Das erste Update mit dem OTR, Untangle Request, haben wir bereits in der letzten Folge beleuchtet. Außerdem wird das Token-Based Voting erwähnt, welches in 2-3 Wochen eingeführt wird. Hier funktioniert das ähnlich wie bei der Firefly Wallet. Nicht die Masse der Token ist wichtig, um böswillige Aktionen zu verhindern, sondern die Zeit, die man an der Abstimmung festhält. Das Beste daran, die Token sind immer noch frei verfügbar und werden nicht blockiert. Und wenn Staking aktiviert ist, wird auch das nicht deaktiviert. Außerdem wird die Suchfunktion verbessert und noch viele andere Kleinigkeiten, die unser aller Leben verbessern. In der letzten Folge habe ich bereits den großen Workflow auf GitHub erwähnt. Für alle, die denken, dass die IOTA Foundation nichts macht, einige Entwickler liefern sogar am Samstag und Sonntag aus. Und auch der Twitter-Account Proof of GitHub zeigt die Entwicklung deutlich. Es wird entwickelt und es wird geliefert. Satoshi Streetbets mit 85.000 Followern twittert, dass 2023 IOTA ordentlich pumpen wird. Ich bin kein Freund von Spekulationen, das wisst ihr, aber manchmal kann man solchen Aussagen eine Bühne bieten. Deeper Finance hatte seine erste AMA. In knapp 1,5 Stunden beantworten sie die häufigsten Fragen. Später posten sie, dass sie die Schimmer EVM testen und auf eine neue Alpha warten, die letzte Woche erschienen ist. Dom hat auf Discord eine Frage zu Smart Contracts beantwortet. Einen genauen Zeitpunkt gibt es natürlich nicht, aber wenn die Tests einige Wochen ohne größere Probleme laufen, wird das Ganze veröffentlicht. Wer auch hier GitHub verfolgt, wird die Repositories sehen. Im Moment laufen die Tests auf Hochtouren. Rom hat ein cooles Video dazu gefunden. Crypto Lulu mit knapp 52.000 Abonnenten hat ein Video mit dem Titel IOTA is going to be a monster gemacht, das knapp 17.000 Mal angeklickt wurde. In 12 Minuten gibt es eine gefühlte Lobeshymne auf IOTA. Leider gibt es auch hier kein Wort über Schimmer, IWM oder funktionierende Lösungen. Es geht hauptsächlich um das Internet der Dinge und wie IOTA die Welt monetarisieren kann. Danke für das Video. VaultID hat ebenfalls ein Video veröffentlicht, wo sie sich, Epsi und eine Demo vorstellen. Die Demo ist diesmal eine andere als vom letzten Video. VaultID reiht sich in die besten Projekte ein, die IOTA hat. Diese Lösung ist eine der besten, die wir vorzeigen können für das Web 3 und allgemein die Zukunft. Am 26.01. haben sie auch viele Updates im Newsletter veröffentlicht, das WalletKit, SSSI-Kit und eine Web-Wallet. BizGen hat einen Artikel veröffentlicht, wie sie IOTA in ihrem Falco-Lösung verwenden. Das Hauptargument hier ist, dass auch Europa IOTA unterstützt und somit das Vertrauen und die Weitsichtigkeit in die Zukunft ebnet. Ich denke, das ist ein schöner und wichtiger Punkt, den sie hier erwähnen. Kommen wir zur Assembly und den neuen Staking-Zahlen. Es wurde 1 Milliarde Assembly ausgeschüttet und es sind noch 5 Tage für diese Runde übrig. Keine Sorge für alle, die neu hier sind, die nächsten 90-Tage-Runde kommen danach, eine Ankündigung wird folgen. IOTA Origin gibt bekannt, dass sie im Finale für den Most Exciting Project of 2023 in ReFi Award sind.
Herzlichen Glückwunsch. Am 31.01. sollten die Gewinne bekannt gegeben werden, aber es gab keine offiziellen Ankündigungen auf der Inadba-Seite. The New Stack schreibt über IOTA. IOTA Distributed Ledger Beyond Blockchain for Supply Chains. Hier geht es um die Versorgung mit bereits bekannten Beispielen wie Trademark East Africa oder Scylla BD. Interviewt wurde José Manuel Cantera, der bereits 2020 bei der IOTA Foundation angefangen hat. Ein wirklich ausführlicher Artikel mit tollen Perspektiven. Spice5 und Soonlabs geben ihre Partnerschaft bekannt. Die Partnerschaft sieht wie folgt aus. Spice5 bietet seit einiger Zeit automatisierte Nodes an, die in wenigen Minuten eingerichtet werden können. Dort können Sie zwischen verschiedenen dezentralen Diensten wählen, um dann einfach die Builderverse-Plattform mit allen Modulen zu nutzen. Laut dem Artikel haben beide Zugriff auf verschiedene Partner in den USA und Europa und können so ihre Produkte dem jeweils anderen anbieten und gleichzeitig neue Synergien schaffen. Auch das Soon-Token soll integriert werden. Apropos Soon-Token, ihr wollt einsteigen und danach kaufen? Kein Problem. Soon, IOTA und Shimmer könnt ihr bequem und einfach bei Bitforex kaufen. Den Link findet ihr weiter unten in der Beschreibung. Ein neues Patent wurde gefunden, diesmal von Wanderer. Es geht um die Vorrichtung und das Verfahren zur Stabilisierung des Stromnetzes durch Einbindung von privaten Stromspeichern mittels Signalisierung von Netzzuständen für Notstrom und Abrechnung zwischen Netzbetreibern und Endverbrauchern. Das Ganze wurde von Butzer Carsten angemeldet. Auch Goldstandard meldet Neuigkeiten. Leider ist die Webseite während der Aufnahme und Recherche offline. Matt hat auch seine Begeisterung darüber gepostet. Die Standardisierung und die Register sollen in APIs zusammengeführt und für alle leichter zugänglich gemacht werden. Touchpoint heißt einen neuen Partner willkommen. Loyal. Loyal ist derzeit fast in jeder Episode dabei. Toll, dass sie jetzt auch bei Touchpoint sind. Es ist schon eine Weile her, dass wir einen offiziellen Blogbeitrag der IOTA Foundation hatten. Am 27. Januar veröffentlichten sie IOTA Enters Next Phase of EU Blockchain PCP. Damit erreicht IOTA das Finale. Phase 2a wurde überstanden und Phase 2b folgt. Es gibt drei Finalisten neben IOTA, Cromway, AB und Billion SPZOO. Diese Phase dauert 12 Monate. In Phase 2b sollen die Prototypen entwickelt und unter realen Bedingungen getestet werden. Jelle Millenar äußerte sich zu diesem Thema schon vor einem Jahr, da viele Mitglieder der Community zu viel interpretiert oder es sogar missverstanden haben. Das Finale kann man nicht gewinnen. Es geht mehr um Finanzierung, Forschung und das Finden einer europäischen Lösung. Das bedeutet auch, dass die EU am Ende auch Bitcoin für ihre Zwecke nutzen wird, schroff gesagt. Die Finalisten bekommen nur mehr Geld, mehr Reichweite für mögliche Partner und Kooperationen. Mit anderen Worten, es gibt drei Gewinner. EPSI wurde 2019 gestartet. Lendex wird ein IEO, Initial Exchange Offering, auf LaToken und P2B Crypto Exchange zu einem günstigeren Preis durchführen. Diejenigen, die am öffentlichen Verkauf teilgenommen haben, sollten sich jedoch nicht ärgern. Die gekauften Token werden mit dem 2,5-fachen Wert aufgewertet. Man bekommt also mehr, als man gekauft hat. Es sollte also fair zugehen, so das Team. Aber auch die Käufer vom Seed, Private Sale und NFT werden entlohnt. Der Start der Plattform mit Ethereum ist für Februar geplant. Schimmer folgt so schnell wie möglich. Michel Nati verlässt die IOTA Foundation, wird aber weiterhin die IOTA Community unterstützen. Danke, dass du dabei warst. Am 30.01. fand Wanderer ein weiteres Patent der Eto Magnetic GmbH mit der Beschreibung eines Multifunktionsschildes mit zwei Sensoreinheiten, das zur Überwachung und/oder Entfernungsbestimmung eingesetzt werden kann. Als Beispiele werden Messen oder Museen genannt, die die Richtung beispielsweise einzeigen, aber auch eine integrierte Geldbörse. Wann kommt eigentlich dieses Shimmer EVM? Dave hat auf Twitter ein wenig Klarheit geschaffen. Kurz gesagt, die Alpha ist bereits veröffentlicht, es wird getestet und dann verbessert. Dann werden die Verbesserungen getestet und weiter verfeinert. Wer GitHub verfolgt, wird sehen, dass im Moment gefühlt nur getestet wird. Wenn alle Tests zur vollen Zufriedenheit durchgeführt wurden, wird es veröffentlicht. Am 31.01. wurde die Alpha 5 der Version 0.4.0 veröffentlicht. Wir nähern uns also dem Ziel. TangleGang hat ein cooles Interview mit Jonas Theis vom Go Shimmer Team geführt. Allerdings muss man viel Zeit mitbringen, 3 Stunden um genau zu sein. Das Interview ist nur auf Deutsch. Loyal hat die Beta ihrer App für Android und iOS veröffentlicht. Wer schon mal reinschnuppern und ein paar Bugs finden will, kann das jetzt tun. Sieht sehr vielversprechend aus.
Das Audit One Team twittert, dass die Integration auf Zooniverse fast abgeschlossen ist. Damit wird es bald möglich sein, Benutzer zu verifizieren. Zum Beispiel über KYC, Social Media Profile, NFT oder Security Audit. MPC, vorgestellt von Gary Gin, hat seine Validatoren. Ihr habt gewählt und hier sind die Auserwählten. Zoonlabs, Spice5, ShimmerSea, TangleSwap, DLT Green und ShimmerGov. Herzlichen Glückwunsch, da laut alten Tweets alles bereit ist, sollten die Tests bald beginnen. Das war's mit dieser Folge, vielen Dank, danke für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Macht's gut!